Mittwochabend, Donauarena Regensburg. Noch ist die Eisfläche fast verwaist, aber gleich geht's los mit dem Training der Eisbären Regensburg. Und das nach der 4:9 Niederlage in Kassel, die ohne Zweifel auch aufgrund der Höhe wehgetan hat. Morgen Abend geht es um 20 Uhr zu Hause gegen Ravensburg. Am Samstag dann um 19.30 Uhr die nächste Aufgabe. Da spielt man beim Tabellenschlusslicht in Bietigheim. Für einen Spieler war es in Kassel eine ganz besondere Partie. Corbinian Schütz, der Regensburger Verteidiger, hat dort seine 400. Partie im Dress der Eisbären abgeliefert. Tolle Sache. Nochmal Glückwunsch und er blickt ein wenig zurück. Ja, erstmal danke. Freut mich natürlich, 400 Spiele für Regensburg gemacht zu haben, mein Heimatverein. Es ist jedes Mal einfach eine Ehre für Regensburg am Eis zu stehen, auch wenn es jetzt schon 400 Spiele sind, aber es ist nach wie vor schön. Und spezielle Erinnerungen habe ich vor allem an das erste Spiel in Duisburg, wo ich mit dem Andrzej Kamaty noch am Eis gestanden bin. Playoff war das noch, 2012. Das war auf jeden Fall eine Erinnerung, die ich nicht vergessen werde. Gestern gab es eine bittere 4:9 Niederlage in Kassel. Woran hat es gelegen? Ja, am meisten hat uns das zweite Drittel einfach das Knack gebrochen, finde ich. Das letzte Drittel war dann schon wieder besser. Ich denke, das war auch wichtig für das Spiel morgen dann gegen Ravensburg. Wir haben es einfach abgehakt. Schauen, dass wir jetzt heute gut die Beine wieder frei bekommen, den Kopf frei bekommen und dann morgen wieder neu angreifen. Spiel 401 gegen Ravensburg. Was hast du dir vorgenommen? Was hat sich die Mannschaft vorgenommen? Auf jeden Fall wieder die 3 Punkte da lassen. Das ist nach so einer Niederlage wie in Kassel jetzt wichtig, dass wir weiterhin weiter daran arbeiten, auch die Punkte einfach da lassen und wieder zu unserem Spiel zurückfinden. Dass wir in Kassel ein bisschen verloren haben und ja, einfach schauen, dass wir wieder gut die 3 Punkte da lassen und den Zuschauern vor allem ein gutes Spiel bieten. Dankeschön, Corbinia und Schütz. Viel Erfolg morgen gegen Ravensburg. Wie sieht es beim Eisbärenpersonal aus? Gegen Ravensburg wird Jonas Neffin im Tor stehen. Kevin Slessak hat sich nach überstandener Krankheit wieder zurückgemeldet. Thomas Schwamberger nach wie vor verletzt, genauso wie Richard Diewisch. Max Kaltenhauser heute im Training nicht dabei, nach wie vor krank. Vom Spiel gegen Ravensburg berichtet Sprite TV, aus Bietigheim berichten Sprite TV und eisradio.de. Auf eisradio.de gibt es wieder einen 20-Euro-Gutschein zu gewinnen. Aus der Donauarena Armin Wolf.